Ich hatte ja bei den letzten, also bei den dritten Olympischen Spielen, für mich nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Es gab da ein für mich desaströses Erlebnis zum Ende meiner Laufbahn. Das war ein 3000-Meter-Lauf, der völlig daneben ging, aufgrund, dass ich mich nie an die Vorgabe gehalten habe, rein vom, also von der Strategie her, von, das war eine technische Geschichte, und mich dort völlig übernommen habe. Begründet dadurch, dass ich gegen eine Läuferin aus meiner eigenen Trainingsgruppe laufen musste, wo so eine hohe Konkurrenz da war und so ein Ehrgeiz, der mich das dort gekostet hat, dass ich also mich nie an die Vorgabe meines Trainers gehalten habe, sondern also viel zu schnell losgelaufen bin und hinten raus also eingebrochen bin. Und der hat dann die weiteren Läufe auch beeinflusst, weil ich körperlich einfach dann beeinträchtigt war, natürlich auch von der Motivation her, und habe dort also keine Goldmedaille, nur zweimal Silber und eine Bronzene. Also ist ja im Nachgang ja auch, gucke ich mir genauso gerne an die Medaillen, aber sie sind eben mit diesem Makel behaftet, dass ich mir schon vorgenommen hatte, mindestens also drei Goldmedaillen dort zu erreichen. Und ich mir nach diesem Lauf habe ich gesagt, ich laufe nie wieder eine lange Strecke. Es war mein letzter Lauf über 3000 Meter. Also das war, ich habe Kopf und Körper waren getrennt, und das ist ein Erlebnis, das wünsche ich niemand. Also, und dann vor so viel Publikum und im Fernsehen sich dann noch auf die letzten zwei Runden da irgendwie ins Ziel zu retten. Also das war ganz furchtbar. Furchtbar war auch, dass sich im Nachgang außer meinem Trainer und meinem Physiotherapeuten niemand von unserer Mannschaft um mich gekümmert hat. Weil ich habe im Prinzip versagt, ich habe nicht die Leistung gebracht, die ich bringen sollte. War eine sehr schlimme Erfahrung. Es sind eher andere Sportler, wo ich das nie als Mitleid empfunden habe, sondern wirklich auch als Anteilnahme, dass praktisch so ein Favorit stirbt dort auf der Strecke. Und es stand aber noch eine Weltmeisterschaft auf dem Programm, wo nochmal diese Langstrecken zu absolvieren waren. Und das hat mein Trainer sehr viel Überredungskunst und Motivation gekostet, dort noch dran teilzunehmen. Und im Nachgang war ich ihm da sehr dankbar. Dort bin ich also abschließend Weltmeister geworden, und da war die Welt für mich wieder in Ordnung, dass ich also doch so mit so einem Sieg auch dann abtreten konnte. Meine Lieblingsmedaille ist die erste in Lake Placid. Weil dort war ich am unbefangensten, und ja, ich war 18 Jahre alt, das ist ja wahnsinnig jung gewesen, war frisch und hatte eben noch gar nicht diesen Druck, den ich dann die anderen Jahre als Gejagte dann praktisch hatte. Und der Weltrekord, was hat der für Sie denn für eine Bedeutung? Generell jetzt, ich habe ja viel, bin ja vielmals Weltrekord gelaufen, Ja, ich glaube, aber der es gab, 1500 dann, oder genau, es nicht? gab diesen 1500 Meter Weltrekord also auf dieser Bahn, Eisbahn in Medeo und Alma Ata. Der hat mich natürlich viele Jahre sehr stolz gemacht, weil es war so eine, man spricht ja von so Schallmauern, ne? Also es war der erste Lauf unter 2 Minuten. Es ist wie die Rosi Ackermann, die das erste Mal über 2 Meter gesprungen ist bei den Frauen im Hochsprung. Und das war noch dazu ein sehr schöner Lauf, also ein sehr schöner Lauf, weil dort hat alles gestimmt. Es war tolles Wetter, tolles Eis. Also ich habe diesen Lauf auch genossen. Ich wusste also dann auch schon sehr bald, in welche Richtung das ging. Also das war einfach ein sehr einprägsames Erlebnis. Leider war mein Trainer dort nicht mit dabei. Das war also sehr schade. Das hätte ich ihm gewünscht, dass er da mit dabei sein konnte. Und ich habe dann natürlich erstmal die Bedeutung auch dieser Zeit mitbekommen, weil er so lange stand. Und im Prinzip ist er erst gebrochen worden, nachdem es die neue Technik gab, also die neuen Schlittschuhe, der ja generell alle Zeiten nach vorne gepusht hat, weil man dort einfach schneller unterwegs ist. Und ich behaupte, mit den alten Modellen wäre er bestimmt noch ein paar Jahre geblieben. Man muss natürlich auch sagen, diese Eisbahn dort oben war schon wahnsinnig schnell. Also, und die war wahnsinnig toll, wenn das Wetter dazu noch gepasst hat, war ja im Freien. Die gab es also auch in anderen, also im Flachland sowieso nicht, war eine Hochgebirgsbahn, aber selbst andere Hochgebirgsbahnen konnten da nicht mithalten.